In diesem Video werden wir die Sequenzen selbst anschauen. Zunächst starten wir dabei aber mit einem Blick auf Lernziele des Musikunterrichts. Rundherum um das Arbeitsbuch der Sequenzen und die Elemente zur Unterrichtsplanung, also den Lehrerband, haben die Autoren, die die auditive Wahrnehmungserziehung vertraten, einige Artikel geschrieben und Vorträge gehalten, aus denen man diese Grundüberlegungen zum Musikunterricht mit den Sequenzen gut erkennen kann. Vielleicht kann man Gottfried Künzel zitieren, wenn man verstehen möchte, wie die Autoren die Aufgabe des Musikunterrichts selbst angesehen haben. Der übergreifende Sachzusammenhang, in dem der Musikunterricht künftig zu sehen ist, kann in aller Vorläufigkeit definiert werden als die auditive Kommunikation und ihre Bedeutung für das Individuum und die Gesellschaft. Die Lernziele des Musikunterrichts fasst Künzel dann so zusammen. Übergeordnete Lernziele. Erstens, der Schüler soll lernen, sich der Hörwelt, die ihn ständig umgibt, bewusst zuzuwenden und Schallereignisse, einschließlich Musik, auf ihre Bedeutung für den Menschen und die Gesellschaft hin zu untersuchen. Zweitens, er soll lernen, die gefundenen Tatbestände nicht als unveränderbar vorgegeben hinzunehmen. Er soll lernen, dass und wie man in die Hörwelt verändernd eingreifen kann. Drittens, der Schüler soll lernen, sich selbst als Empfänger und Sender akustischer Informationen, speziell als Musikhörender und Musikausübender, zu erfahren und die Wirkungen des Hörens und Tuns auf sich selbst zu reflektieren. In diesen Lernzielen stecken ein paar ganz wesentliche Neuerungen gegenüber älteren Konzeptionen von Musikunterricht, auf die ich einmal hinweisen möchte. Zunächst einmal ist nicht nur Musik, sondern jedes Schallereignis Ausgangspunkt für den Musikunterricht. Es geht also nicht nur um Kunstwerke. Dann wird viel Wert gelegt auf die Bedeutung der Musik für die Gesellschaft. Hier ist also ganz klar der demokratische und politische Charakter eingeflossen. Auch die eigenen Möglichkeiten, Musik zu produzieren und selbst zu beeinflussen, weisen in diese Richtung. Außerdem kommt hier nicht das Singen als produktive Tätigkeit vor, sondern ganz bewusst wird das Wort Musik ausüben benutzt. Musik hören und Musik machen sollen im Zentrum stehen. Außerdem betonen die Autoren dann, dass sie an dieser Stelle ganz klar eine politische Entscheidung getroffen haben, in der es um Chancengleichheit und soziale Integration aller Schüler geht. In diesen Forderungen wird klar, wie progressiv die Arbeitsgruppe das Curriculum angelegt hat. Und vielleicht können Sie sich hier schon denken, wie wohl ein Großteil der eher kulturkonservativen Bildungselite darauf reagiert haben könnte. Aber zurück zum Aufbau des Lehrwerks. Nach den langjährigen Überlegungen, Erprobungen und Überarbeitungen entscheidet sich die Gruppe der Autoren letztendlich für folgenden Aufbau der Sequenzen. Der erste Band wird in 6 Komplexe unterteilt. Erstens Schall. Zweitens Musik und Sprache. Drittens Hören und Verstehen. Viertens Schalleigenschaften. Fünftens Formverläufe und sechstens Hörerfahrung und Gesamterfahrung. Im ersten Komplex wird alles Hörbare thematisiert und die Grenze zwischen Musik und Nichtmusik gemeinsam mit den Schülerinnen ausgelotet. Hier geht es also um Wahrnehmungsübungen. Das bewusste Hören von Alltagssituationen ist hier ausdrücklich mit angesprochen und wird in den Unterricht integriert. Zum Beispiel heißt eine Aufgabe, was wir in unserer Umwelt hören, und dann werden 7 Tonbeispiele gespielt, die von Straße über Jahrmarkt, über Wald und Wohnung, Schulhof und Schwimmbad bis hin zum Konzertsaal reichen. Der zweite Komplex beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Musik und Sprache, da sie beide als Kommunikationssysteme definiert werden. Untersucht werden Unterschiede und Ähnlichkeiten bei der Produktion von Lauten mit der Stimme,
avantgardistische Beispiele für Vokalmusik von Ligeti, Nono und anderen, aber auch Werbetexte oder Radioreportagen werden herangezogen. Das Hören und Verstehen, der dritte Komplex, wird von den Autoren als das Herzstück der Sequenzen angesehen. Denn das Problem musikalischen Verstehens geht jeden Einzelnen unmittelbar an. Hier geht es um die Wirkungen von Musik auf jeden Einzelnen, um Vorlieben und Abneigungen, aber auch um die Frage, ob und wie solche Wirkungen beeinflusst und verändert werden können. Den Gedankengang umschreiben die Autoren wie folgt. Wenn mehrere Menschen dasselbe hören, zum Beispiel ein Geräusch, etwas Gesprochenes, eine Musik, kann dieses Gehörte bei jedem Einzelnen ganz Verschiedenes auslösen. Verständnis, Unverständnis, Missverständnis, angenehme oder unangenehme Gefühle, Interesse, Angst oder Abneigung, Gleichgültigkeit, Erinnerungen, Einfälle, Fragen. Im vierten Komplex werden in zwei Teilen Schalleigenschaften thematisiert. Parameter von Tondauern und Tonhöhen. Die Klangfarben dagegen werden hauptsächlich dem Komplex 1 zugeordnet. Der vierte Komplex beherbergt auch die Behandlung von Musiktheorie, soweit sie für den von den Autoren angedachten Musikunterricht nützlich und notwendig ist. Warum dies anders aussieht als im herkömmlichen Musikunterricht, dazu wird im Lehrerband mehr gesagt. Solange der Unterricht das Erlernen der Notenschrift zum selbstständigen Gebrauch von Liederbüchern und zum Spiel elementarer Instrumente als übergeordnetes Ziel anstrebt, sind diese Methoden sinnvoll. Eine solche Zielsetzung aber hat in der Schule von heute ihre Begründung und damit ihre Verbindlichkeit verloren. In der Vermittlung der Notenschrift kann musikalische Bildung sich heute nicht mehr erfüllen. Im Gegenteil. Wird der Schüler auf das einfache Notenbild und die mit ihm verbundenen Elementargestalten, bei denen es im einstimmigen Singen häufig verbleibt, fixiert, dann ist die Möglichkeit einer umfassenden Orientierung im Gesamtbereich Musik heute meist schon verbaut. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang, dass mathematische und physikalische Zusammenhänge mit der Tonerzeugung ausgiebig thematisiert und diskutiert werden. Hieran kann man gut erkennen, wie ein wissenschaftsorientierter Musikunterricht eben auch aussehen kann. Wenn Sie an dieser Stelle noch einmal zurück an das zweite Modul denken, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, dass Michael Alt diese Behandlung der physikalischen Grundlagen der Musik im Musikunterricht eindeutig noch abgelehnt hätte. Für ihn wäre es ganz klar nur Aufgabe des Physikunterrichts gewesen, Phänomene der Schallerzeugung zu thematisieren. Im fünften Komplex werden nun musikalische Formverläufe ins Zentrum gestellt. Hier werden zusammenhängende Formverläufe wie zum Beispiel Steigerung genauso behandelt wie gegliederte Formverläufe wie zum Beispiel Liedform, Rondo oder ähnliches. Insgesamt soll ein Überblick gegeben werden über vielfältige Möglichkeiten musikalischer Form. Und zwar zunächst auch ausgehend vom Höreindruck. Alle diese Formen sollen nicht nur hörend erfahren werden, sondern auch von den Schülerinnen selbst erfunden werden. Der sechste und letzte Komplex, Hörerfahrung und Gesamterfahrung, untersucht die Beziehungen zwischen musikalischen und nicht musikalischen Vorgängen. In diesem Fall insbesondere der Verbindung von Hören und Sehen. Als Materialien werden Bilder und Bildserien, Filme und Theaterszenen, aber auch Werbung verwendet. Die ästhetische und gesellschaftliche Funktion von Musik wird damit wieder in den Fokus genommen. Das Schülerbuch wurde durch zahlreiche Arbeitskarten für Gruppenarbeiten ergänzt. Außerdem gab es parallel dazu Tonbänder mit allen Hörbeispielen, auf die im Buch verwiesen wurde. An dieser Stelle haben Sie einen guten Einblick in den Aufbau der Sequenzen erhalten. Im nächsten Abschnitt soll es um die Rezeption der Konzeption, um Vor- und Nachteile und den Einfluss der Ideen auf die Musikpädagogik gehen.